Guten Tag, schöne Jungfe. Ist die Spinnerei denn so eilig, dass du nicht einmal den Kopf heben kannst, um meinen Gruß freundlich zu erwidern? Verzeihung, lieber Handwerksbursch, aber ich habe wirklich keine Zeit. Ich muss bis heute Abend den Flachs fertig gesponnen haben, sonst wird meine Stiefmutter sehr böse. So viel Flachs? Deine Stiefmutter muss aber eine strenge Frau sein. Sie mag mich nicht leiden, aber ihre eigene Tochter liebt sie über alles. Marie heißt sie, genau wie ich. Meine Stiefschwester Marie darf sich ausruhen und schöne Kleider tragen. Und ich muss die Arbeit machen. Das ist der Unterschied zwischen uns. Du tust mir leid, du armes Ding. Wenigstens hast du es hier draußen am Brunnen unter der alten Linde ganz hübsch. Leb wohl, Marie. Ich muss weiter. Das war ein lieber Bursch. Oh, meine Hand blutet vom Spinnen. Und die Spule ist ganz rot geworden. Ich will sie im Brunnen abwaschen. Oh weh! Nun ist meine Spule in den Brunnen gefallen. Und da kommt meine Stiefmutter. Was wird sie nur dazu sagen? Du dummes Ding! Kannst du nicht besser aufpassen? Wenn dir die Spule in den Brunnen gefallen ist, dann hol sie auch wieder rauf. Komm ja nicht ohne die Spule nach Hause. Der Brunnen ist so tief. Wie soll ich die Spule nur wieder heraufholen? Oh, ich armes Mädchen. Was soll ich noch auf dieser Welt? Ich werde der Spule nachspringen, dann hat alles ein Ende. Was ist nur mit mir geschehen? Ich bin in den tiefen Brunnen gesprungen und jetzt sitze ich auf einer schönen Wiese. Ich bin doch sehr neugierig, was am Ende der Wiese sein mag. Ich werde einfach hingehen. Es duftet hier so lieblich nach gebackenem Brot. Da steht ja ein großer Backofen. Oh, zieh mich raus, oh, zieh mich raus, die Hitze ist mir jetzt ein Graus. Oh, zieh mich raus, oh, zieh mich raus, die Hitze ist mir jetzt ein Graus. Wie lustig, Brot, das sprechen kann. Natürlich ziehe ich dich raus. Es wäre ja jammerschade, wenn du verbrennen müsstest. So, das wäre getan. Oh, schüttle mich, meine Äste biegen sich, oh, schüttle mich. Natürlich schüttle ich dich, lieber Apfelbaum. Deine schönen Äpfel sollen nicht verderben. Wir danken dir, du bist der Mädchen schönste Ziel. Wir danken dir. Am Ende der Wiese steht ein kleines Haus. In diesem sonderbaren Land scheint es auch Menschen zu geben. Oh, bin ich erschrocken. Da schaut eine alte Frau aus dem Fenster. Was fürchtest du dich, liebes Kind? Ich bin Frau Holle. Willst du bei mir bleiben? Du musst nur Acht geben, dass du mein Bett immer gut machst und es fleißig aufschüttelst, dass die Federn nur so fliegen. Dann schneit es in der Welt und alle Kinder freuen sich. Nun, magst du bei mir bleiben, liebes Mädchen? Gern, Frau Holle. Ich will versuchen, dir alles recht zu machen. Marie, du bist jetzt ein ganzes Jahr hier. Aber du bist ja so traurig. Du vergisst ganz, das Bett aufzuschütteln. Gefällt es dir nicht mehr bei mir? Ich habe es sehr gut bei dir, Frau Holle. Aber ich habe Heimweh. Und mag es mir hier auch noch so gut gehen, ich möchte nicht länger bleiben. Lass mich wieder zu den Menschen. Es gefällt mir, dass du wieder nach Hause willst. Und weil du mir so treu gedient hast, werde ich dich selbst auf den Weg bringen. Komm, gib mir deine Hand. Wir müssen durch das große Tor dort in der Mauer. Frau Holle, es regnet ja Gold. Richtiges Gold. Und es bleibt alles an mir kleben und geht gar nicht wieder ab. Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist und mir so treu gedient hast. Hier hast du auch deine Spindel wieder, die in meinen Brunnen gefallen war. Leb wohl, fleißige Marie.
und viel Glück. Hab Dank, Frau Holle. Hab Dank. Jetzt schnell nach Hause. Da sind ja schon unsere Hühner. Der schöne Hahn lebt immer noch. Oh, oh, oh! Unsere Goldmarie ist wieder hier. Ja, ich bin wieder da. Ich habe Gold mitgebracht. Viel Gold. Deine Stiefschwester Marie, die Goldmarie, sagen die Leute, ist nun zurück. Du hast doch gehört, was sie erzählt hat und wem sie all ihr Glück verdankt. Du wirst dich auch neben dem Brunnen setzen und spinnen. Und wenn deine Spule blutig ist, dann wirfst du sie in den Brunnen, springst hinterher und dienst bei der Frau Holle ein Jahr. Dann kommst du auch reich, mit Gold belohnt zurück. Meinst du, Mutter? Ich kann's ja versuchen. Jetzt soll ich also hier am Brunnen spinnen, bis meine Hände bluten. Dankeschön, das ist mir zu viel Arbeit. Ich stoße meine Hand einfach in die Dornenhecke, dann blutet sie. Au, au. Jetzt wird die Spule in den Brunnen geworfen. Und ich springe hinterher, dann werden wir ja sehen, was geschieht. Wahrhaftig, es stimmt, was meine Stiefschwester erzählt hat. Ich bin auf der Wiese mit den vielen blühenden Blumen. Jetzt muss ich also nach links gehen, hat sie gesagt. Wie es hier nach Brot riecht. Und zieh mich raus, die Hitze ist mir jetzt ein Graus. Und zieh mich raus, die Hitze ist mir jetzt ein Graus. Zieh mich raus. Vielen Dank, ich habe keine Lust, mich schmutzig zu machen. Und da steht ein Apfelbaum voller Äpfel. Oh, schüttle mich, meine Äste biegen sich. Oh, schüttle mich. Dich schütteln? Ich denke gar nicht daran. Mir könnte ja ein Apfel auf den Kopf fallen. Das ist ja endlich das Häuschen von der Frau Holle. Aber Frau Holle lässt sich ja gar nicht sehen. Ich werde einfach klopfen. Was willst du, mein Kind? Ich möchte bei dir in den Dienst treten, Frau Holle. Wenn du immer fleißig sein willst, dann bin ich damit einverstanden. Komm herein. Hey, Marie, du bist das faulste Mädchen, das ich je gesehen habe. Meine Betten schüttelst du auch nicht auf. 6 Wochen bist du hier und in der Zeit hat es auf der Erde nicht einmal geschneit, obwohl es Winter ist. Die Kinder warten Tag für Tag auf Schnee und sind schon ganz traurig. Nein, ich habe genug von dir. Ich kann dich nicht gebrauchen. Ich entlasse dich aus meinem Dienst. Gut, Frau Holle, ich bin damit einverstanden. Lass mich auf die Erde zurück. Na dann komm, ich will dich durch das Tor geleiten. Jetzt kommt der Goldregen und ich bin den grässlichen Dienst los. Aber Frau Holle, das ist ja kein Gold, das ist ja Pech. Und wie das klebt. Das ist der Lohn für deine Dienste, du faules Ding. Oh, 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 oh! Unsere Pechmarie ist wieder hier. Oh, 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 oh! Am letzten Abend des Jahres war es dunkel und sehr kalt. Schnee lag in den Straßen und durchnässte die nackten Füße eines kleinen Mädchens, das seine Pantöffelchen verloren hatte. Sie hatten dem Kinde nicht gepasst, denn die Mutter hatte sie zuletzt getragen. Drum fielen sie ab, als das kleine Mädchen einem Wagen, der rasch über den Weg fuhr, ausweichen wollte. Ein böser Junge raubte dabei den einen Pantoffel, der andere blieb im Schnee stecken. Da ging nun das kleine Mädchen auf den bloßen Füßchen, die ganz rot und blau vor Kälte waren. In seiner alten Schürze
trug es eine Menge Schwefelhölzer, die es verkaufen sollte. Ein Bund hielt es in der Hand. Es rief immer zu: Kauft Schwefelhölzer! Kauft Schwefelhölzer! Kauft Schwefelhölzer! Während des ganzen Tages hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand ein Almosen gegeben. Hungrig und halb erfroren schleppte sich die arme Kleine weiter. Immer wieder rief sie: Schwefelhölzchen, Schwefelhölzchen, Schwefelhölzchen. Sie sah schon ganz verzagt und eingeschüchtert aus. Die Schneeflocken fielen auf ihr langes blondes Haar, das schön gelockt über ihren Nacken hinabfloss. Aus allen Fenstern strahlte heller Lichterglanz und über alle Straßen verbreitete sich der Geruch von köstlichem Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend und daran dachte das kleine Mädchen. In einem Winkel zwischen zwei Häusern, von denen das eine etwas weiter in die Straße vorsprang als das andere, kauerte es sich auf den nassen, kalten Boden nieder. Seine kleinen Beinchen hatte es unter sich gezogen, aber es fror nur noch mehr. Es wagte trotzdem nicht, nach Hause zu gehen, denn es hatte noch kein einziges Schwefelhölzchen verkauft und noch keinen Heller erhalten. Es hätte gewiss vom Vater Schläge bekommen. Und kalt war es zu Hause ja auch. Sie hatten nur das Dach über sich. Und da pfiff der Wind schneidend hinein, obwohl die Ritzen mit Stroh und Lumpen ausgestopft waren. Das Kind fror immer mehr. Ach, wie gut musste ein Schwefelhölzchen tun. Wenn es nur wagen dürfte, eins aus dem Bund herauszuziehen, es gegen die Wand zu streichen und die Finger daran zu wärmen. Endlich zog die Kleine eins heraus. Wie sprühte es, wie brannte es! Das Schwefelhölzchen strahlte eine warme, helle Flamme aus, wie ein wunderbares Licht. Siehe da, es kam dem kleinen Mädchen vor, als säße es vor einem großen eisernen Ofen mit Messingverzierungen. Das Feuer brannte so herrlich und wärmte so schön. Die Kleine streckte die Füße aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch die Flamme. Der Ofen verschwand und sie saß mit einem Stümpfchen des abgebrannten Schwefelhölzchens in der Hand da. Das Mädchen strich ein neues Schwefelholz an. Es brannte, es leuchtete und die graue Mauer, auf die der Schein fiel, wurde durchsichtig wie ein Flor. Die Kleine sah gerade in die Stube hinein, wo der Tisch mit einem blendend weißen Tischtuch und feinem Porzellan gedeckt stand und köstlich dampfte eine mit Pflaumen und Äpfeln gefüllte, gebratene Gans darauf. Und was noch herrlicher war, die Gans sprang aus der Schüssel und watschelte mit Messer und Gabel im Rücken über den Fußboden genau in Richtung auf das arme kleine Mädchen zu. Da erlosch auch dieses Schwefelhölzchen, und nur die graue, kalte Mauer war zu sehen. Die Kleine zündete ein neues an. Und da saß sie plötzlich unter dem herrlichsten Weihnachtsbaum. Er war noch viel größer und weitreicher aufgeputzt als der, den sie am heiligen Abend bei dem reichen Kaufmann durch die Glastür gesehen hatte. Tausende von Lichtern brannten auf den grünen Zweigen und viele bunte Bilder, wie jene, die in den Schaufenstern lagen, blickten auf sie herab. Die Kleine streckte beide Hände nach ihnen aus. Da erlosch das Schwefelhölzchen. Die vielen Lichter stiegen höher und höher, und nun sah sie, dass es die hellen Sterne am Himmel waren. Ein Stern fiel herab und zog einen langen Feuerstreifen über den Himmel. Da sagte das kleine Mädchen vor sich hin: Jetzt stirbt jemand. Wenn ein Stern vom Himmel fällt, dann steigt eine Seele zu Gott empor. Sie strich abermals an Schwefelholz gegen die Mauer. Es warf einen weiten Lichtschein ringsumher, und in seinem Glanze stand die Großmutter hell beleuchtet, mild und freundlich schauend da. Die Kleine war ganz verzückt und rief: Großmutter, oh
und nimm mich mit dir. Ich weiß, du verschwindest, wenn das Hölzchen ausgeht. Du verschwindest ebenso wie der warme Ofen, der köstliche Gänsebraten und der große flimmernde Weihnachtsbaum. Oh, nimm mich mit dir. Schnell strich sie den ganzen Rest der Schwefelhölzchen an. Sie wollte ihre Großmutter festhalten. Die Hölzchen verbreiteten einen solchen Glanz, dass es heller war als am lichten Tage. So schön hatte die Kleine ihre Großmutter noch nie gesehen. Sie hob das kleine Mädchen auf ihren Arm und hoch schwebten sie beide hinauf, in Glanz und Freude. Kälte, Hunger und Angst wichen von dem kleinen Mädchen. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel am Hause saß in der kalten Morgenstunde das kleine Mädchen mit roten Wangen und einem Lächeln um den Mund. Tot, erfroren am letzten Tag des alten Jahres. Den Rest der Schwefelhölzchen hielt es in der Hand. Die Leute sagten, die Kleine hat sich wärmen wollen. Niemand aber wusste, was sie Schönes gesehen hatte, in welchem Glanze sie mit der alten Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war. Vor vielen Jahren lebte ein Kaiser, der so ungeheuer viel auf neue Kleider hielt, dass er all sein Geld dafür ausgab. Er hatte für jede Stunde des Tages einen anderen Rock. In der großen Stadt, in welcher er wohnte, kamen eines Tages zwei Betrüger an. Sie gaben sich für zwei Weber aus und sagten, dass sie das schönste Zeug, das man sich überhaupt denken könne, zu weben verständen. Nicht allein die Farben und Muster wären ungewöhnlich schön, sondern die Kleider, die von dem Zeuge genäht würden, besäßen die wunderbare Eigenschaft, dass sie für jeden Menschen unsichtbar wären, der nicht für sein Amt tauge oder der unverzeihlich dumm sei. Da sagte der Kaiser zu sich selbst: Das wären ja prächtige Kleider. Wenn ich die anhätte, könnte ich ja dahinter kommen, welche Männer in meinem Reiche zu dem Amte, das sie haben, nicht taugen. Und ich könnte die Klugen von den Dummen unterscheiden. Ja, das Zeug muss sogleich für mich gewebt werden. Und er gab den beiden Betrügern sehr viel Handgeld, damit sie ihre Arbeit beginnen konnten. Sie stellten auch zwei Webstühle auf und taten so, als ob sie arbeiteten. Aber sie hatten nicht das Geringste auf den Webstühlen. Sie verlangten die feinste Seide und das prächtigste Gold. Das steckten sie aber in ihre eigenen Taschen und arbeiteten an den leeren Webstühlen bis spät in die Nacht hinein. Der Kaiser sagte zu sich selbst: Nun möchte ich wohl wissen, wie weit sie mit dem Zeug sind. Es war ihm doch ein wenig ängstlich ums Herz bei dem Gedanken, dass derjenige, welcher dumm oder für sein Amt nicht geeignet sei, es nicht zu sehen vermöchte. Er glaubte zwar wohl, dass er seinetwegen nichts zu fürchten habe, er zog es aber doch vor, erst einen anderen zu senden, um nachzusehen, wie es stehe. Alle Leute in der ganzen Stadt wussten schon, welch wunderbare Kraft das Zeug haben sollte, und sie waren sehr gespannt zu sehen, wie schlecht oder wie dumm der Nachbar sei. Der Kaiser dachte bei sich: Ich will meinen alten, ehrlichen Minister zu den Webern schicken. Er kann am besten unterscheiden, wie sich das Zeug ausnimmt. Denn er hat Verstand. Und niemand ist besser geeignet für sein Amt als er. Nun ging der alte, gute Minister in den Saal, wo die beiden Betrüger an den leeren Webstühlen saßen und so taten, als ob sie arbeiteten. Er riss seine Augen weit auf und sprach leise vor sich hin: Gott behüte uns, ich kann ja gar nichts sehen. Die beiden Betrüger baten ihn, doch näher zu treten und fragten, ob es nicht ein hübsches Muster und schöne Farben seien. Sie zeigten dabei auf den leeren Webstuhl.
Der arme alte Minister fuhr fort, die Augen aufzureißen, aber er konnte wirklich nichts sehen, denn es war ja auch gar nichts da. Er murmelte so vor sich hin, Herrgott, sollte ich dumm sein? Das habe ich nie geglaubt und das darf kein Mensch wissen. Sollte ich auch zu meinem Amte nicht taugen? Nein, ich darf zu keinem Menschen sagen, ich könnte das Zeug nicht sehen. Als der eine Betrüger ihn nochmals gefragt hatte, antwortete er, Oh, es ist niedlich, ganz allerliebst, dieses Muster und diese Farben. Ich werde dem Kaiser sagen, dass es mir sehr gefällt. Darauf nannten die beiden Weber die Farben mit Namen und erklärten das seltsame Muster. Der alte Minister passte gut auf, damit er dem Kaiser dasselbe sagen konnte. Die Betrüger aber verlangten nun noch mehr Geld, Seide und Gold, das sie angeblich zum Weben brauchten. Aber sie fuhren wie bisher fort, an den leeren Webstühlen zu arbeiten. Der Kaiser sandte noch einen anderen Staatsmann hin und ihm ging es genau wie dem alten Minister. Nun wollte der Kaiser es selbst sehen, solange es noch auf dem Webstuhl sei. Mit einer ganzen Schar auserwählter Männer, unter denen auch die beiden Staatsmänner waren, die der Kaiser vorausgeschickt hatte, ging er zu den beiden listigen Betrügern hin, die aus Leibeskräften webten, aber ohne Faser und Faden. Der alte Minister sagte, Ist das nicht prächtig, Majestät? Was? Ich sehe ja gar nichts. Bin ich vielleicht dumm? Oder tauge ich nicht dazu, Kaiser zu sein? Oh, es ist sehr hübsch. Es hat meinen allerhöchsten Beifall. Er nickte zufrieden, denn er wollte nicht sagen, dass er nichts sehen könne. Das ganze Gefolge, das er bei sich hatte, sah und bekam nicht mehr heraus als alle anderen. Ebenso erging es den Hofdamen. Aber sie sagten auch, Herrlich! Niedlich! Exzellent! Vortrefflich! Wunderbar! Majestät, Sie müssen die prächtigen Kleider zum ersten Mal bei dem bevorstehenden Fest tragen. Die ganze Nacht vor dem Morgen, an dem das Fest stattfinden sollte, waren die beiden auf. Taten, als ob sie das Zeug aus den Webstühlen nehmen, schnitten mit großen Scheren in die Luft, nähten mit Nähnadeln ohne Faden und sagten zuletzt, Nun sind die Kleider fertig. Der Kaiser kam selbst mit seinen vornehmsten Beamten und beide Betrüger hoben die Arme in die Luft, als ob sie etwas hielten und sagten, Es ist alles so leicht wie Spinnengewebe. Man könnte glauben, man habe nichts auf dem Körper. Aber das ist ja gerade die Schönheit daran. Belieben eure kaiserliche Majestät, jetzt ihre Kleider abzulegen? So wollen wir Ihnen die neuen anziehen. Die Betrüger stellten sich, als ob sie ihm jedes Stück der neuen Kleider anzögen. Der Kaiser drehte und wendete sich vor dem Spiegel und tat so, als ob er die neuen Kleider sähe. Der Minister meinte, Ei, wie herrlich Sie sitzen! Die Kammerherren, welche die Schleppe tragen sollten, griffen mit den Händen nach dem Fußboden, gerade als ob sie die Schleppe aufhöben. So ging der Kaiser unter den Thronhimmel im Festumzug einher. Und keiner wollte sich anmerken lassen, dass er nichts sähe. Denn dann hätte er nicht zu seinem Amte getaugt oder wäre sehr dumm gewesen. Endlich rief ein ganz kleines Kind, Aber er hat ja nichts an! Der eine zischelte es dem anderen zu, was das Kind gerufen hatte. Zuletzt aber riefen immer mehr Leute, Er hat ja nichts an! 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 Zuletzt schrie das ganze Volk. Er hat ja nichts an! Das ergriff den Kaiser. Denn es schien ihm, sie hätten recht. Aber er sprach ganz leise vor sich hin. Nun muss ich bis zum Ende des Festes aushalten. Aber die Kammerherren gingen noch straffer und trugen die Schleppe, die gar nicht da war. Einmal zu. Du bist doch mein bester Freund. Ich brauche deinen Rat. Mein Prinz, und was für einen Rat brauchst du? Ich möchte heiraten, Johannes. So. Na ja, warum nicht?
Du hast zwar nur ein kleines Königreich, aber dein Vater war schließlich in allen Landen wegen seiner Tapferkeit berühmt. Und von dir sagt man, dass du der schönste, gütigste und tugendsamste Prinz bist. Jede Königstochter kann glücklich sein, wenn du sie heiratest. Ich möchte aber keine von den Königstöchtern. Ich will die Tochter des Kaisers zur Frau. Die Tochter des Kaisers? Hm? Es gehört viel Mut dazu, sie zu fragen, ob sie dich heiraten will. Sie ist sehr stolz und hochfahrend. Ich glaube nicht, dass sie dich und dein kleines Königreich erwählen wird. Johannes, ich liebe sie so sehr. Einmal habe ich sie von Ferne gesehen. Sie ist so schön. Ach, Johannes, ich kann es dir einfach nicht beschreiben. Ich muss sie zur Frau haben oder mein Leben freut mich nicht mehr. Du sollst an den Hof des Kaisers fahren und sie fragen, ob sie mich heiraten will. Meinen kostbarsten Besitz sollst du ihr mitbringen. Ja, ja, ich weiß, ich bin nicht reich, aber ich besitze zwei köstliche Dinge. Und die sollst du ihr zum Geschenk machen. Du kennst doch den Rosenstrauch, der auf dem Grabe meines Vaters wächst. Nur alle 5 Jahre erblüht auf ihm eine einzige Rose. Doch der Duft dieser Rose lässt einen alle Sorgen und allen Kummer vergessen. Und dann meine Nachtigall, Johannes. Da. Hörst du ihre süße Stimme? Du hast selbst einmal gesagt, in ihrer Kehle säßen alle schönen Lieder, die es auf der Welt gibt. Du wirst sogleich zum Hofe des Kaisers fahren und der Prinzessin diese Gaben überbringen. Gut, Prinz, ich werde fahren. Ich werde ihr den Rosenstrauch mit der köstlichen Rose und die Nachtigall bringen. Und ich werde sie fragen, ob sie deine Frau werden will. Ich fahre sofort. Auf Wiedersehen, mein Prinz. Hört doch auf mit diesen dummen Geschichten von meinen Freiern. Ich finde sie alle langweilig. Ach, es ist überhaupt alles entsetzlich langweilig. Es geschieht nichts mehr in der Welt. Oh, eine Extrapost. Wer mag das sein? Achtung, der Kaiser. Tochter, ein neuer Brautwerber ist gekommen. Er hat 2 große silberne Schachteln mit Geschenken. Er wird sogleich kommen und seine Werbung vorbringen. Sei nett zu ihm. Ich wünsche, dass du endlich einen guten Mann bekommst. Und von den Hofdamen bitte ich mir anständiges Benehmen aus. Kein Gekicher, bitte. Das gehört sich nicht bei einer Brautwerbung. Im Namen meines Freundes, eines edlen Prinzen, bitte ich um die Hand der Prinzessin. Mein Freund, der die kaiserliche Prinzessin sehr liebt, schickt ihr diese 2 silbernen Schachteln mit Geschenken. Oh, wie schön. Wir wollen die Schachteln gleich aufmachen. Es ist eine Rose. Oh, wie niedlich. Sieh doch, Prinzessin, wie niedlich sie gemacht ist. Niedlich? Sie ist mehr als niedlich. Sie ist schön. Aber Papa, pfui. Sie ist ja nicht künstlich. Sie ist natürlich. Es ist eine ganz gemeine, natürliche Rose. Pfui! Sie ist natürlich. Ich will keine natürliche Rose. Der Lakai soll sie auf den Müllhaufen werfen. Lasst uns doch erst sehen, was in der anderen Schachtel ist, ehe du böse wirst. Oh, eine Nachtigall. Herrlich. Bezaubernd. Einfach entzückend. Oh, wie der Vogel mich an die Spieldose der seligen Kaiserin erinnert. Ja, ja. Das ist derselbe Ton, derselbe Vortrag. Es wird doch hoffentlich kein natürlicher Vogel sein, Papa. Doch, Prinzessin, es ist ein natürlicher Vogel. Dann lass den Vogel fliegen, Lakai. Ach. Graf Johannes, sagt eurem Freund, ich will seine Geschenke nicht und ihn auch nicht. Lebt wohl, Johannes. Ihr habt es gehört, Graf Johannes. Meine Tochter will nicht. Sagt es eurem Prinzen. Johannes, was ist? Was hat die Prinzessin gesagt? Sie hat deine Rose auf den Müll werfen und deine Nachtigall fliegen lassen. Sie wollte keine natürliche Rose und keine natürliche Nachtigall und dich, mein Prinz, will sie auch nicht. Sie ist noch stolzer, als ich dachte. Du musst sie dir aus dem Kopf schlagen. Heirate lieber eine von den vielen Königstöchtern. Sie hat kein Herz, Johannes. Gut,
Ich werde eine von den Königstöchtern heiraten. Doch vorher will ich sie für ihren Hochmut und ihre Herzlosigkeit bestrafen. Ich mache mir Gesicht und Hände schmutzig und suche mir im Schlosse des Kaisers einen Dienst. In einer Woche erwartest du mich mit einem Pferd an der alten Weide, die vor dem Schlosse des Kaisers steht. Bis dahin werde ich sie bestraft haben. Was fällt dir ein? Man kann doch bei dem Kaiser nicht zu mir, nichts dir, nichts an die Tür klopfen. Was willst du überhaupt? Verzeihung, Herr Lakai, aber ich wollte nur fragen, ob der Kaiser vielleicht einen Dienst für mich hat. Was ist denn hier los, Lakai? Was will der Mann? Er möchte einen Dienst im Schloss des Kaisers. So? Nun, ich brauche jemanden, der die Schweine hüten kann. Wir haben viele Schweine im Kaiserreich. Oh, danke, Herr Kaiser. Ich kann Schweine hüten. Du sollst mit mir zufrieden sein, Herr Kaiser. Ich bringe es nicht fertig. Es ist sehr schwer, Flöte zu blasen. Langweilig ist es auch schon wieder. Fällt euch denn nichts ein, was man tun könnte? Wir haben doch einen neuen Schweinehirten. Vielleicht sollten wir sehen, was er macht. Der Lakai sagt, er ist sehr fleißig. Er sitzt den ganzen Tag und arbeitet an einem kleinen Töpfchen, das lauter kleine Schellen hat und die spielen eine lustige Melodie. Und der Lakai sagt, wenn der Topf kocht und man den Finger in den Dampf fällt, kann man riechen, was auf jedem Herd in der Stadt gekocht wird. Na gut, gehen wir einmal sehen, was der Schweinehirt macht. Aber wir müssen wohl Holzpantoffeln anziehen. Es ist so schmutzig bei den Schweinen. Oh, hört nur! Das muss ein gebildeter Schweinehirt sein. Ich kann diese Melodie nicht auf der Flöte blasen, aber er kann es mit seinem Topf. Ich muss den Topf haben. Hofdame, geh zu ihm und frage, was er für den Topf haben will. Hey, Schweinehirt! Die Prinzessin lässt fragen, was du für den Topf haben willst. 10 Küsse von der Prinzessin. Oh, das geht nicht. Prinzessin, er will 10 Küsse von dir. Du bist unartig. Du kannst 10 Küsse von meinen Hofdamen bekommen. Nein, danke schön. 10 Küsse von dir müssen es sein. Mein Topf ist schließlich etwas ganz Besonderes. Was ist das für eine langweilige Geschichte? Also gut, 10 Küsse von mir. Hofdamen, stellt euch um uns herum und breitet eure Kleider aus. Es darf niemand sehen, dass ich den Schweinehirten küsse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, nun gehört der Topf mir. Ach, wie ist das lustig. Wir werden wissen, wer süße Suppe und Eierkuchen isst. Und wir werden wissen, wer Braten bekommt. Aber haltet den Mund. Schließlich bin ich des Kaisers Tochter. Jawohl. Jetzt haben wir den Topf schon 3 Tage und die ganze Geschichte beginnt langweilig zu werden. Ob der Schweinehirt wohl schon wieder ein neues Kunstwerk gemacht hat? Der Lakai hat gesagt, unser Schweinehirt hat eine Knarre gemacht. Wenn man die dreht, erklingen viele wunderschöne Tänze. Da bin ich aber sehr neugierig. Kommt, wir ziehen unsere Holzpantoffeln an und gehen uns die Knarre ansehen. Das ist aber wirklich bezaubernd. Schweinehirt, was willst du für die Knarre haben? Aber eines sag ich dir, ich küsse nicht wieder. 100 Küsse von dir, Prinzessin. Ich glaube, du bist toll, Schweinehirt. Doch des Kaisers Tochter muss etwas für die Kunst tun. Du bekommst 10 Küsse von mir und den Rest von meinen Hofdamen. Aber wir tun es sehr ungern. Ungern? Das ist Geschwätz. Wenn ich ihn küssen kann, dann könnt ihr es auch. Spar dir die Mühe, Prinzessin. Ich bekomme 100 Küsse von dir oder ich behalte meine Knarre. Also gut. Meine Freundinnen stellen sich wieder davor, damit keiner etwas sieht und zählen genau mit. 1, 2, 3, 4, 5. Was mag das wohl für ein Auflauf beim Schweinestall sein? Potz!
tausend. Das sind ja die Hofdamen, die da ihr Wesen treiben. Ich werde wohl hinuntergehen und einmal nach dem Rechten sehen müssen. Was soll denn das sein? Ihr seid wohl vollkommen außer Rand und Band geraten. Was? Die Prinzessin küsst den Schweinehirten? Schämst du dich nicht, du ungeratene Tochter? Jetzt macht, dass ihr fortkommt, alle beide, und schnell. Ich will euch nicht mehr in meinem Kaiserreich sehen. Ach, ich elendes Geschöpf. Hätte ich doch einen der schönen Prinzen genommen. Ja, hättest du einen der schönen Prinzen genommen. Sieh mich an. Ich bin ein Prinz. Meine Rose hast du auf den Müll geworfen und meine Nachtigall fliegen lassen. Aber den Schweinehirten konntest du für eine dumme Spielerei küssen. Das hast du nun davon. Keiner will mehr etwas von dir wissen. Hey, Johannes! Hier bin ich, Prinz, mit zwei Pferden. Sitz auf, Johannes. Wir reiten heim. Leb wohl, Prinzessin. Sieh zu, dass du ein Dach über dem Kopf findest, denn es wird gleich regnen. Wie ist das alles ärgerlich und schrecklich? Ach, du lieber Augustin, alles ist hin.